Hallo ihr Lieben, ich bin wieder da. Ja, heute ganz ungewohnt dieses Format für mich. Warum? Sonst gucke ich immer aus dem Fenster, weil ich eben dieses Licht so gerne mag mit dem Tageslicht. Aber jetzt ist Winter, es ist so dunkel, obwohl es gar nicht so spät ist. Aber das lässt mich ja doch nicht davon abhalten, dass ich hier ein Video mache. Oder auch mehr. Von daher müssen wir einfach das Notwendige tun und schauen, ja, wie funktioniert jetzt das am besten für mich, ne? Immer Möglichkeiten finden. Ja, und ich sitze jetzt auch zum ersten Mal, ist auch sehr ungewohnt für mich, aber da Tageslicht geht einfach nicht mehr. Aber ich wusste, ich mache jetzt weiter und bleib dran. Ja, wir legen uns natürlich viele Komfortzonen zu im Leben, das hast du vielleicht auch schon mal von mir gehört. Und ja, aus denen dürfen wir raussteigen. Und je öfter wir raussteigen und wenn wir das täglich machen, umso mehr lernen wir und umso mehr gehen wir gegen unsere Art von Faulheit, in Anführungszeichen. Ja, du hast jetzt schon mitbekommen, dass ich ein Faible für die Familie habe. Und alles, was damit zusammenhängt, war jetzt unschwer zu erkennen. Aber ich habe doch einige Fables. Der Hauptfable ist natürlich und bleibt der Mensch. Der steht im Mittelpunkt. Und jetzt möchte ich gerne ein ganz neues Thema beginnen. Und zwar das Thema freies Lernen. Yeah, was bedeutet freies Lernen? Mal überlegen, die einen klacken jetzt schon weg, klicken jetzt schon weg, weil sie denken, oh nein, da kommt jetzt sowas Anti-Autoritäres oder was weiß ich. Keine Ahnung, aber nein, das ist es natürlich nicht. Wie konnte ich so ein Faible dafür entwickeln? Ja, das hat sich in mir erst vor circa 14 Jahren eröffnet und da war meine Tochter, die letzte Tochter, gerade ein Jahr alt und da begegnete mir jemand, der sein Kind nie in die Schule geschickt hat. Das war André Stern, von dem hast du vielleicht schon mal was gehört. Hab mir auch dann sofort sein erstes Buch zugelegt und los ging's. Also für mich war völlig klar, das ist nur noch genial. Ich war an einem Bewusstseinspunkt angelangt, wo mir schon klar war, dass Schule keinen Sinn mehr macht, da es uns einfach zu sehr verbiegt in irgendwelche komischen Richtungen, die gar nichts mit unserem Potenzial und unserer eigentlichen Fülle zu tun haben. Und ja, dann, wie es der Zufall, unser weiser Lehrer, wieder wollte, kam mir dieser Anruf ins Haus und ich habe dann natürlich gleich darauf reagiert, weil für mich ist völlig klar, hey, wow, da muss was für mich liegen. Und dass das mein ganzes Leben verändern sollte wieder mal und komplett auf den Kopf stellen sollte, das war mir natürlich wieder mal überhaupt nicht klar. Ja. Wow, es sollte tatsächlich eine komplett neue Welt sein, in die ich eintrete. Und ich war aber zu 100% überzeugt davon, dass es genau das Richtige ist und dass das auch der Sinn dessen war, dass ich noch in eine späte Mutterschaft kam. Ja. Obwohl ich ja eigentlich gar keine Kinder mehr hätte kriegen können, laut Arzt. Aber wie gesagt, was hier kommen will, das kommt. Da kannst du dich auf den Kopf stellen. Und außerdem hatte ich auch noch eine Bestellung darüber abgegeben, die mir aber damals noch nie so klar war, die ich aber dann jetzt erforscht habe. Nun gut, so müssen wir mit unseren Bestellungen ans Universum klarkommen. Alles manifestiert sich, auch wenn wir das schon längst vergessen haben. Ja, meine Kinder waren gerade ausgezogen. Plötzlich stand dieses neue Kind vor der Tür und die neue Welt. Was bedeutet jetzt dieses freie Lernen?
Vielleicht hast du den Ausdruck schon mal gehört. Ich möchte auch so ein bisschen aufräumen mit dem Ganzen mal. Weil da gibt es ja ziemlich eigenartige Sachen, die die Menschen glauben zu wissen, die aber noch nie was damit zu tun gehabt haben. Und es gibt die, die es tatsächlich getan haben, und es gibt die, die nur einen Teil davon tun. Also wir haben so verschiedene Gruppierungen sozusagen, wir haben verschiedene Kategorien. Und frei lernen, muss ich gleich dazu sagen, aus meinem Aspekt her gesehen, aus meinem Bewusstsein, bedeutet nicht, dass ein Kind die Welt auf den Kopf stellen kann und einfach machen kann, was es will, im herkömmlichen Sinne. Sondern wir müssen schon Verantwortung dafür trotzdem übernehmen, weil ich habe Kinder gesehen, wo das gemacht wird, und das ist das, kann ich nicht empfehlen, weil du musst schon ein gewisses Bewusstsein dafür haben und du musst auch wissen, wie es geht. Da habe ich nämlich so Freiländergruppen damals vor 14 Jahren erlebt hier in München. Da war das ja alles ganz neu und ja, ein paar sind da auf diesen Zug aufgesprungen und ich habe mir natürlich alles angeguckt, was damit zu tun hatte, weil es ist ja immer gut, Gleichgesinnte zu haben, ne? Die das natürlich auch verstehen und ja, den gleichen Impulsen folgen. Und da habe ich aber dann schon gesehen, dass das irgendwie nicht so hinhaut, wenn die Eltern einfach selbst nichts tun. Also sich sozusagen, um es drastisch zu sagen, auf die faule Haut zu legen. Den ganzen Tag auch nichts tun, als vielleicht vor dem Fernseher zu sitzen oder, keine Ahnung, zu essen. Ja. Also wenn das das ganze Leben der Eltern ist, was sollen die Kinder dann lernen? Ja, sie werden Fernsehen schauen und Chips essen. Und das habe ich erlebt und diese Kinder sind wirklich, wirklich verloren. Warum sind sie verloren? Sie entwickeln tatsächlich keinerlei Antrieb von selbst. Also sie können auch gar nicht richtig spielen. Und meine Tochter ist auch gleich aufgefallen. Die hat zu mir gesagt, Mama, was ist denn mit dem Kind los? Ja. Mir ist es auch aufgefallen, sie sind apathisch. Sie können sich nicht in eine Gruppierung einfügen, sind nicht sozialisiert. Und es entsteht tatsächlich kein Spiel, sie laufen nur wahllos durch die Gegend, haben keine Richtung und die Chipstüte in der Hand. Ich habe es tatsächlich so erlebt, es ist kein Witz hier. Deswegen, davor möchte ich dich auf jeden Fall warnen. Und da muss man auch dann wirklich was dagegen tun, wenn es tatsächlich solche Eltern gäbe, weil die Kinder, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, verwahrlosen. Ja? Sie können nichts aus sich herausholen, auch nicht ihr eigenes Potenzial. Und darum geht es ja eigentlich beim freien Lernen. Also dieser Gruppierung habe ich mich dann natürlich nicht angeschlossen, weil das ist ja nicht so meine Welt gewesen. Und ich habe gesehen, das tut keinen gut, keinen Taug. Wie heißt es? Ach, ich weiß auch nicht so genau. Und habe dann so verschiedene andere Sachen ausprobiert und habe dann gemerkt, nee. Manche machen da so ganz eigene Sachen auf. Also die wollen ihr Kind Homeschooling machen. Das ist die andere Gruppierung. Das bedeutet also, dass die Kinder einfach nicht in die Schule gehen, aber trotzdem den Schulstoff der ganzen Regelschule lernen. Und dann machen die wahrscheinlich auch meistens diese Abschlüsse, machen halt externe Prüfungen. Das ist aber auch nicht meine Welt gewesen, weil, also die machen zwar tatsächlich nachweislich sehr viel bessere Abschlüsse als die Schulkinder selbst, obwohl sie nie in der Schule waren, aber da sind die Eltern halt auch hinterher und die müssen tatsächlich jeden Tag auch lernen. Ja, sonst geht es ja auch nicht. Aber jetzt kommt die richtigen Freiländer, aus meiner Sicht sage ich jetzt halt richtig, ja, sind die, die sich auch Unschooler nennen. Also die völlig Unbeschulten und die, die auch nicht zu Hause in irgendeiner Weise beschult werden von außen, von den Eltern oder von jemand anderem.
Also wir vertrauen darauf, dass in jedem Menschen oder eben Kind schon alles vorhanden ist. Das komplette Potenzial, das es dabei hat, es kennt seinen Weg, es weiß, was es zu tun hat, es darf seiner eigenen Bestimmung folgen und seiner eigenen Kraft, seinen eigenen Visionen. Bedeutet nicht, ich sage es gleich zu Anfang, weil ich das schon seit 14 Jahren jetzt höre, ja, kann das Kind dann nicht überhaupt rechnen, schreiben, lesen lernen. Ja? Immer noch, heute immer noch, herrscht diese Meinung vor, was natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Es ist viel, viel, viel einfacher. Kinder lernen einfach aus sich selbst heraus. Und zwar völlig einfach und leicht. Und ich habe auch noch nie so ein Kind gesehen wie meine Tochter, die so dermaßen tiefenentspannt war und einfach ja keinen Stress hatte. Aber warum hatte sie keinen Stress? Wenn wir uns mal jetzt vorstellen, sie war nie in einer Kinderkrippe oder auch nie in einem Kindergarten und wenn dann nur ab und an, weil zu viel tat ihr überhaupt nicht gut, das hat sie nicht gepackt, weil sie eben hochsensibel ist und hochbegabt und autistisch. Das kam noch alles dazu, das wusste ich aber damals alles gar nicht. Aber für mich ist tatsächlich jedes Kind hochbegabt. Ganz klarer Fall. Und dann demnach auch jeder Mensch. Und wenn du dir jetzt mal vorstellst, du als Erwachsener kannst dir ja ein großes Vorstellungsbild jetzt schon geben und machen. Stell dir mal vor, du hättest jetzt den ganzen Tag Zeit zur Verfügung. Also du müsstest nicht jetzt, der Wecker würde jetzt nicht klingeln zu einer bestimmten Zeit und du müsstest jetzt nicht zu einer bestimmten Bahn oder Bus oder weiß ich nicht was, du müsstest nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt morgens um 8, 9 oder weiß ich nicht wann irgendwo auf der Arbeit sein. Sondern du könntest zu Hause sein und in Ruhe das tun, was zu tun ist. Dann natürlich in erster Linie passiert das, was wir alle machen. Wir reinigen unseren Körper, wir frühstücken, ganz klar. Und dann, was passiert dann? Ja, stell dir mal vor, was würdest du dann am liebsten machen? Ja? Also wenn du jetzt wirklich jeden Tag alles machen können würdest, was du willst. Und das Kind macht einfach das, was es auch dann machen will. Das bedeutet, es folgt einfach seinem Impuls und nimmt das zur Hand, was es gerade machen will. Oder es ist ja auch im Leben dabei. Das heißt also, sie hat mir ständig über die Schultern geschaut. Sie war oft dabei, wenn ich meine Sachen gemacht habe, wenn ich meine Videos gedreht habe. Ich habe früher mal 700 Videos gedreht über freies Lernen damals und das heißt also, dann gingen wir natürlich einkaufen, das heißt also überall gibt es Zahlen, Umgang mit Buchstaben, sie schaut mir beim Schreiben zu, dann geht es völlig einfach. Sie lernen über Beobachtung. Ganz einfach. Wissen wir ja eigentlich schon, ist eigentlich nichts Neues. Nur, also wie kann denn jetzt ein Kind, das aus dem Leben rausgerissen wird und irgendwann irgendwo reingepflanzt wird, was soll es denn beobachten? Da wird zwar einem dann etwas vorgesetzt, aber das kann ja unmöglich das sein, was in dem einzelnen individuellen Menschen drinsteckt und heraus will. Das ist hier die Idee. Weil wir machen es ja meistens so, dass wir einfach
irgendetwas hineintun ins Kind. Ja, also wir haben dann im Kindergarten oder im Dings gibt es dann Stuhlkreise und Spielangebote und weiß ich nicht was. Aber letzten Endes, wenn wir mal ganz ehrlich sind, machen wir das nur, um, ja, damit es vielleicht mal ein bisschen ruhiger wird, weil es halt einfach sehr stressig ist, wenn so viele kleine Kinder da auf einen Haufen sind und nur zwei Betreuer da sind. Und ja, sie kriegen dann was zu essen zu einer bestimmten Zeit und dann schlafen sie und dann gehen sie schon fast wieder nach Hause oder es wird noch ein Angebot gegeben. In der Schule wird es dann drastischer und dramatischer, sage ich jetzt mal. Da wird es dann noch ganz krass im 45-Minuten-Takt alles so eingerichtet. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir sind alle antrainiert mit Taktung. Und das geht uns total über. Also das ist einfach dann da drin so manifestiert, dass wir einfach nur noch diesen funktionalen Mechanismus in uns haben. Wenn das Kind jetzt sich frei entfalten darf und das Spiel jetzt rausnimmt, dass es spielen will zum Beispiel, dann kann es das. Und es kann das machen ohne Unterbrechung. Das ist der ganz, ganz riesige Unterschied dabei. Und dazu brauchen wir natürlich Zeit. Das ist ganz klar. Ohne Zeit ist das nicht möglich. Hat dann wiederum zur Folge, dass diese Kinder ja auch deshalb dann so entspannt sind. Warum? Weil sie dann einfach den ganzen Tag das gleiche Spiel spielen können. Es ist nicht so, dass die das ständig wechseln, so wie du das vielleicht von, sag ich jetzt mal, normalen Kindern siehst. Die können ja oft nicht bei einem Spiel bleiben oder sich nicht vertiefen oder sich überhaupt nicht konzentrieren, können nicht ruhig sitzen bleiben und so weiter. Das sind ja alles so Sachen, die damit zusammenhängen, dass sie einfach auch viel zu wenig Bewegung haben. Sie werden ja irgendwo immer auf den Stuhl gepresst. Geht jetzt mir schon so, wenn ich hier bei dem Video jetzt sitzen muss, das fällt mir dann auch schon auf, dass das ganz was anderes ist, wie wenn ich ein Video drehe, wenn ich richtig stehen kann. Da habe ich irgendwie mehr Bewegungsfreiheit, fällt mir jetzt schon auf. Und wenn du dir vorstellst, dass so ein Kinderkörper einfach wahnsinnig viel Energie hat und sich gerne bewegen will und so weiter und so fort, wissen wir ja doch alle, also brauchen wir ja uns nichts vormachen, Kinder haben einen großen Bewegungsdrang. Und dem konnte sie auch immer nachgeben. Also wir waren ganz viel in der Natur. Und dass diese beiden Seiten, zum Beispiel, wenn die dann zusammenkommen, dann ist das so ein ganz natürliches und harmonisches Zusammenspiel. Warum? Weil genug Bewegung da war. Dann gibt es auch genug Ruhe, um wirklich mal zu sitzen. Aber ohne Zwang zu sitzen. Also ich werde das auch nie vergessen, wie meine Tochter dann mal ein Mathearbeitsheft aus der ersten Klasse durchgemacht hat oder zweite, ich weiß es nicht mehr so genau. Und dann, das hat ihr irgendjemand mal geschenkt, weil ihr alle immer geglaubt haben, mein Gott, das Kind muss doch jetzt mal das und das lernen. Und es ist doch jetzt schon so alt, es müsste doch das und das beherrschen. Und ich habe immer gesagt, nein, warum? Ich vertraue dem Kind, dass es das zur richtigen Zeit lernt, was für sie am besten ist und die richtige Zeit ist. Und die kann ich nicht wissen, die kann keiner wissen. Ja? Dazu brauchen wir einfach ganz großes Vertrauen. Ja? Und da wir das selbst nicht gelernt haben, ist das natürlich auch erstmal eine große Herausforderung für die Eltern. Und natürlich können wir immer mitlernen. Und erst da habe ich wirklich mit diesem Prozess, als wir da eingestiegen sind, habe ich selbst auch erstmal kennengelernt, was es wirklich heißt, im Jetzt zu leben.
Und das ist eine ganz, ganz fantastische Sache für Kinder, weil Kinder sind ja eh immer im Jetzt, ja? Also wenn wir sie nicht aus dem Paradies, in dem sie selbst ankommen hier, herausnehmen, würden sie da ja gar nicht auf die Idee kommen, rauszusteigen. Warum auch, ja? Also, warum soll ich aus dem Paradies rausgehen? Das wäre ja irgendwie bescheuert, ne? Und die Natur sieht es auch gar nicht vor. Aber wir Menschen haben das so eingerichtet, das mag vielleicht früher so gegolten haben oder ist vielleicht für Kinder in anderen Ländern gut, ja? Also ich sage jetzt hier nicht, dass das komplett das Gelbe vom Ei für jeden in dem Moment ist, aber in unserem Land, ich spreche jetzt mal hier bei uns natürlich, woanders ist es ein Segen, wenn die Kinder in die Schule gehen, weil die Eltern ja einfach sich gar nicht kümmern oder auch zu arm sind und so weiter und so fort. Oder die Eltern auch gar nicht lesen, schreiben, rechnen können. Das meine ich natürlich nicht. Das ist völlig klar, dass das eine sehr gute Sache ist. Und bei uns ist es eingetreten, dass es einfach viel zu viel ist. Ja, wir drücken denen so viel auf, dass sie gar nicht mehr können. Ne? Sie brechen auch echt zusammen. Und wir müssen uns auch gar nicht wundern, dass es so dramatische Zwischenfälle gibt bei Kindern, dass es Mobbing gibt und dass sie brutal sind und aggressiv. Und ja, letzten Endes, aus meiner Sicht, sind sie einfach nur ganz fürchterlich wütend, ängstlich und traurig. Darüber, dass sie einfach aus dem Leben gerissen wurden. Und ich meine, ja, wen interessiert das denn eigentlich? Ne? Sie werden ja auch nicht gefragt, ob sie mit unter einem Jahr in die Kinderkrippe wollen. Ja? Oder manche Eltern reden sich das auch schön, ja, und reden sich das ein und sagen ja und reden dem Kind das ein. Ja? Nur weil sie wieder arbeiten gehen wollen. Aber gut, aus meiner Sicht brauche ich kein Kind, wenn ich danach das Kind in fremde Betreuung gebe. Da muss ich mich nicht wundern, wenn die Welt schräg wird und ich weiß ja gar nicht, was da mit meinem Kind den ganzen Tag passiert. Also ein schöner Informationstag oder Abend reicht da durchaus nicht aus, finde ich, um zu überprüfen, was da wirklich in der Realität vor sich geht. Das müssten wir eigentlich machen, finde ich, als Eltern. Und das wird einfach nicht gemacht. Es ist eine praktische Einrichtung und dann gebe ich das Kind dahin und fertig. Gut, es ändert sich ja auch derzeit wieder, Gott sei Dank, weil der Mensch einfach sonst nicht lernt, ja. Viele Kitas werden nicht mehr bedient, in der Schule will auch kein Lehrer mehr da sein. Viele Lehrer hören viel früher auf, weil sie fix und fertig sind, aber es ist ja auch kein Wunder. Die Kinder der neuen Zeit zum Beispiel, da kennt sich kein Mensch aus. Das, was jetzt wirklich gebraucht wird in den Schulen und in den Kitas, wird nicht wirklich gelehrt für die Pädagogen. Ja, das ist immer noch das alte System. Es ist nicht erneuert worden, so wie zum Beispiel mit der 5-Kappa-Ausbildung, ja, die ich mache. Aber das sind genau die Sachen, die wir jetzt bräuchten. Also dieses freie Lernen bedeutet tatsächlich freie Entfaltung für das Kind. Und meine Tochter hat dann durch diese ganze Freiheit, die sie dann hatte, ihr komplettes Gehirn vollständig aus- und entfalten können. Und zwar unglaublich schnell. Also am Anfang habe ich das gar nicht so kapiert, ja, weil ich habe ja immer ihr vertraut und habe dann eben gemerkt, dann immer was wird denn das, wenn es fertig ist, ja? Hab dann hinterher natürlich die Dinge erst verstanden, warum hat sie so reagiert und ja, was ist da entstanden, ohne dass ich es irgendwie forciert hätte. Sie hat eine sogenannte Inseldenken-Hochbegabung entwickelt. Und das ist wirklich krass. Das heißt also, sie kann wahnsinnig schnell lernen. Und das war dann natürlich toll. Also ich fand es natürlich toll. Und dann stoßen wir natürlich auf die nächste Geschichte.
dafür gibt es sozusagen keine Schulen für solche Kinder. Also die Lehrer haben darin keine Ausbildung. Sie lassen sich es halt leider auch nicht sagen. Also ich habe dann versucht, ne, das auch so mitzuteilen. Aber die Pädagogen sind eh schon völlig überfordert mit 30 Kindern, ja. Ich meine, kann ich vollstens verstehen. Weil wenn wir uns heute das immer noch gleiche Schulsystem anschauen, das sich nicht verändert hat, das mal für Soldaten gedacht war, aber nicht für Kinder, die sich weiterentwickeln sollen. Soldaten sollten diszipliniert sein, sonst nichts. Und das sollen unsere Kinder bis heute noch. Also, wie wir doch zugeben müssten, funktioniert das nicht wirklich. Denn ja, es ist nicht lustig heutzutage vielleicht gemobbt zu werden. Und noch Schlimmeres. Selbst meine Tochter war in einer Schule, wo der Direktor erschossen wurde. Ja, und das ist alles andere als lustig. Und kann ja eigentlich, wenn wir da so richtig drüber nachdenken, normaler Menschenverstand und so, da müssten wir doch langsam mal aufwachen. Oder nicht? Ja, ich weiß nicht, die Leute beschweren sich alle, die Eltern beschweren sich alle und die Menschen, die arbeiten, die Erzieher beschweren sich alle. Also jeder beschwert sich, aber, ja, aber die Beschwerde alleine wird keine Veränderung bringen. Und ja, die Politiker und weiß ich nicht was, ich kann ja 100 Leuten die Schuld an irgendwas geben und trotzdem wähle ich die Politiker, ja, also wer geht denn überhaupt noch zur Wahl? So geht es ja schon mal los. Und die, die nicht zur Wahl gehen, die beschweren sich dann auch noch hinterher. Alles ist schlecht, ja. Aber dieses alles ist schlecht Ding können nur wir verändern. Das heißt also, ich brauche eine neue Sichtweise, eine neue Perspektive. Und die einfache Frage ist, willst du dich weiterentwickeln, damit dein Kind sich optimal entwickeln kann? Weil das ist dringend notwendig. Aus meiner Sichtweise. Denn wenn wir mal schauen, was mit Jugendlichen passiert, also ich spreche auch mit vielen Jugendlichen und habe auch damit zu tun und ja, ich höre immer wieder das Gleiche. Sie sind verplant und haben aber gar keinen Plan. Ja? Also sie wissen gar nicht, was sie wollen, sie sind ganz weg von sich selbst und wissen nicht, was sie jetzt eigentlich wollen oder nicht wollen. Und dann fangen sie an, nochmal zu studieren und dann vielleicht da und weil ich muss ja das machen, damit ich überhaupt weiterkomme. Und sie sind eigentlich getrieben von Angst. Es ist Angst. Na gut, sie haben Zukunftsängste, sie wachsen in eine Welt hinein, die jetzt erstmal nicht so rosig aussieht. Also was mache ich in so einer Welt? Auf der einen Seite sieht es aus, als ob es uns ganz gut geht. Auf der anderen Seite Klimawandel, weiß ich nicht was. Pipapo, brauchen wir jetzt nicht anzufangen. Und klar bräuchten sie da wirklich jetzt eine gute Möglichkeit, um da durchzukommen. Und ins Erwachsenenleben natürlich auch eintreten zu können. Aber wann, zu welchem Zeitpunkt hätten sie denn diese Möglichkeit gehabt, frage ich dich. Und zu welchem Zeitpunkt hätten sie denn ihr eigenes Potenzial entfalten sollen? Erst nach der Schule, nach 18, 19, 20, weiß ich nicht wie viele Jahren? Das ist doch voll krass. Da sind ja schon mal 2 Jahrzehnte ins Land gegangen, ohne dass der Mensch sein eigenes Potenzial hätte entfalten können. Warum nicht? Auch wieder einfach, weil wir keine Zeit haben. Was uns genommen wird, ist die Zeit. Unsere Lebenszeit. Aber ja, ist uns eigentlich klar, dass das so ist? Oder ja, sind wir halt in diesem rotierenden Hamsterrad, wir stehen halt auf, machen immer das Gleiche und fallen dann ins Bett. Ja, weil wir sind fix und alle vor dem ganzen Stress, der eigentlich da in uns lebt.
Und da müssen wir uns ja nicht wundern, wenn die Psychiatrien voll sind, wenn du keinen Termin mehr beim Psychologen kriegst. Ja, musst Sperre, weiß ich nicht, mindestens ein halbes Jahr warten, wenn überhaupt. Kein Mensch nimmt dich mehr auf. Die Leute werden krank und kränker. Aus meiner Sicht eine logische Schlussfolgerung dessen, dass sie einfach ihr eigenes Leben nicht leben können. Unglücklich. Ja, kann ich voll verstehen, war ich auch voll drin, bin voll dabei. Ja? Deswegen ist es mir auch so wichtig, dass Eltern sich bewusst entfalten und sich selbst erstmal finden, um dann auch so eine große Tragweite eines Kindes tatsächlich in diesem Dschungel des Lebens, in dem wir gerade sind, dann auch wirklich gut meistern zu können. Also werde Meister deines eigenen Lebens und mache gleich Meister aus deinen Kindern, beziehungsweise musst du gar nicht machen. Das war jetzt Quatsch, was ich jetzt gesagt habe. Nein, sie sind ja bereits Meister. Ja? Sie brauchen einfach nur einen Rahmen und den Raum, den die Eltern halten dürfen. Und wie das geht, das zeige ich euch ganz gerne. Ja, weil das eine sehr schöne Sache ist, auch dann mitzuerleben, wie zum Beispiel sich Kinder entspannen, sobald man ihnen den richtigen Raum gibt. Sobald die richtige Kommunikation stattfindet. Sobald wir aufhören, die Kinder zu be- und verurteilen. Aber das kennst du doch eigentlich selber ganz gut, oder? Weil unser Leben besteht aus, du bist gut oder du bist schlecht. Ja? Und da gibt es noch eine ganze Menge dazwischen. Wer sagt das? Wer kann dir ernsthaft sagen, ob du gut oder schlecht bist? Irgendein fremder Lehrer, der da vorne steht, der dir eine Note gibt zwischen 1 und 6, das kann ja wohl nicht ab. Das geht überhaupt nicht. Die wahre Freiheit des Menschen tritt ein, wenn wir aufhören, uns zu be- oder verurteilen. Warum sollten wir das tun? Die Antwort ist auch wieder einfach. Menschen sind so leicht klein zu kriegen. Sie sind leicht manipulierbar. Sie sind ständig ein Opfer. Es gibt dieses Opfer-Täter-Retter-Spiel, in das sie hineingeboren werden. Und es ist ein Gefängnis, ein Hamsterrad. Da kommen dann alle rein, durchlaufen das Ding, sind dann irgendwann mal fix und fertig und alle kassieren noch zeitgleich ab. Sie sind Shopaholics, sie sind Workaholics, sie ziehen sich alle möglichen Drogen rein. Ja, müssen wir uns da wundern? Also ich finde überhaupt nicht. Ja, da müssen wir ja auch mal ehrlich sein. Deswegen, geh doch mal neue Wege. Fang doch mal an, langsam vielleicht hinzuschauen. Weil, bis wir gucken, ist unsere Lebenszeit vielleicht schon vorbei. Und dann? Was machen wir dann? Oft fällt es uns erst auf, wenn wir mit dem Tod konfrontiert werden, nicht wahr? Aber wir denken da irgendwie gar nicht dran, ne? Erst vielleicht, wenn wir selber total krank werden oder irgendwas Schlimmes passiert, angehalten werden vom Leben, so wie es mir ja auch passiert ist, weil ich hätte ja auch vorher nicht aufgehört. Warum auch? Also ich habe es ja noch nicht mal gecheckt, dass ich so gut funktioniert habe. Und aber gar nicht meinen Weg gegangen bin. Es war nicht mein Leben. Ich habe das Leben von anderen gelebt. Um natürlich hier nicht unterzugehen. Aber Kinder in den Überlebensmodus reinzulassen, ist natürlich eigentlich eine super traurige Geschichte. Und ich frage mich halt, ja,
Wann hören wir damit auf? Also und ja, wer kann denn damit aufhören? Jeder muss die Verantwortung dafür natürlich selbst übernehmen. Und damit sich die Welt ändert, müssen wir uns verändern. Wer sonst? Ja? Wer sonst soll sich verändern? Es ist unsere Einstellung, es ist unsere Persönlichkeit, es ist unser Wissen, unsere Weisheit, unser Potenzial tatsächlich entfalten. Und wie das geht, da bin ich natürlich voll dabei und freue mich, wenn du auch dabei bist. Alles Liebe und vielleicht bis bald. Tschüss.